Knödel kochen, frag ich mich seit Wochen, wie sie einst die Mutter hat gekocht mit Butter. Schön lecker, zart und fein und bitte nicht zu klein. Dann sollst du fürs Leben meine Knödelköchin sein. Gibt es etwas Schöneres, meine Damen und Herren, als böhmische Knödel? Habe ich extra aus Cheb einfliegen lassen für Sie, damit Sie ein bisschen kosten können. Können Sie es hinten auch sehen? Böhmische Knödel. Ich habe ja ein bisschen Tschechisch bzw. böhmisch lernen müssen für die Ansage in Cheb damals, in Eger. Jetzt habe ich mir überlegt, was heißt wohl meine Körperfigur? Sem Tjotna. Ich bin schwanger. Hat mir mein Freund Rudi beigebracht, denn der versteht nicht nur sein Handwerk als Klarinettist, sondern er ist auch unser Egerländer par excellence. Er stammt nämlich aus Falkenau, aus genau dem Ort, in dem auch Ernst Mosch geboren wurde. Und wenn es um die Frage böhmisch oder nicht böhmisch Knödel oder nicht Knödel geht, ist Rudi Koenig immer mein Ansprechpartner. Rudi, kommst du ein bisschen zu mir in die Mitte, bitte schön, dass ich kann mit dir reden, zwei Sätze, weil ich weiß, du könntest jetzt beispielsweise unsere Gäste hier in Altusried auf böhmisch begrüßen. Na, auf böhmisch weiß ich nicht, ob das alle verstehen würden, aber ich könnte sagen, auf egerländerisch. Das ist schön, dass du jetzt allzum, obwohl es schon regnet seit der Wahl, allzum da sitzt und du schön so hoch, wie wir da unsere Egerländer Weisen spielen. Herzlichen Dank. Das war egerländerisch. Sehen Sie? Und das sind genau die Feinheiten, auf die man achten muss. Böhmisch und Egerländerisch ist eben nicht das Gleiche. Sowas bringt mir dann der Rudi bei. Und er hat mir einmal gesagt, Knödel ist nicht gleich, also das ist sowieso ein schwieriges Wort. Da hat man leicht einen Kloß in der Zunge. Knödel ist nicht gleich Knödel. Da gibt's Knödlicki und Knödlik und Knödlitschki. Was gibt's denn so alles für Spezialitäten in Böhmen? Also Edi, zu Anfang muss ich dem Publikum ein großes Kompliment aussprechen, denn es hat ausgeharrt, obwohl, und da komme ich wieder auf die Knödel, sie dasselbe erleben, was einen böhmischen Knödel ausmacht, nämlich der Kontakt mit sehr viel Wasser. Das hast du sehr feinfühlig beobachtet, mein Lieber. Und jetzt Folgendes, ich musste mir ja für das wunderbare Publikum in dieser Arena, was schon römisches Ausmaß hat, wir sind ja auf römischem Boden hier, habe ich mir überlegt, ein dreigängiges kleines Menü, wo in jedem Gang Knödel vorkommen. Erstens, die Knödlitschki, die kleinen, kommen vor in einer, zum Beispiel, Leberknödelsuppe. Kleine Knödlitschki. Dann, als Hauptgang, zum Beispiel einen Rinderbraten mit Sahne-Dill-Soße und den böhmischen Knödeln. Das sind diese großen Hefeknödel, die man in viel heißem Wasser kocht und mit einem Bindfaden zerschneidet. Ja, nicht mit dem Messer. Die großen böhmischen Knödlike. Jetzt weiß ich auch, weshalb die Klarinettisten ihre Blätter immer mit Bindfaden aufwickeln. Sehr gut, da hat man immer was dabei für böhmische Knödel.
Und jetzt die Nachspeise, man glaubt es kaum, auch die ist mit Knödeln. Es gibt wunderbare, das kennt man hier sicher auch, süße Knödel mit Füllung, wie zum Beispiel mit Zwetschgen, mit Marillen, mit Mohn, das überzuckert und mit gerösteten Semmelbrösel und etwas Butter. Ich muss jetzt aufhören, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Vielen Dank, Rudi König!